Wie ist das bei dem Schlussteil mit dem Satz, da ich mich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinde, bitte ich Sie, meine Bewerbung vertraulich zu behandeln? Habe ich auch schon selber sehr oft gelesen. Und da fragst du dich jetzt, wie ist das? Ist das eine gute Idee oder nicht? Meine Antwort wird dich vielleicht überraschen, denn die kurze Antwort ist, schreib sowas niemals in deine Bewerbung. Wirklich nie. So, und die lange Antwort, da werde ich dir dann auch gerne genau erklären, warum man das nie schreiben sollte. Aber wichtig ist, dass ihr das immer im Hinterkopf habt. Diesen Satz, sobald eure Finger jucken und ihr wollt das eintippen, sagt ihr, böser Finger, nein, ich tippe das nicht. Und hier kommt die lange Antwort, warum. Stellen wir uns mal vor, euch ist diese Vertraulichkeit besonders wichtig. Ihr möchtet nicht, dass sich das irgendwie hintenrum rumspricht oder so, dass über eure Bewerbung irgendwie ans Tageslicht kommt, dass ihr auf dem Weg aus der Firma raus seid. Dann kann man sich als erstes fragen, der Personaler, an den ihr das schickt, ist der seriös? Also hat der sowas wie Berufsehre? Falls er das nicht hat, dann ist ihm dieser Hinweis schnurzpiep egal. Und er wird sowieso mit jedem drüber reden, der ihm auf den Weg kommt oder wo ihm das gerade mal einfällt, weil das ist für ihn nicht wichtig. In dem Fall hilft es dir nicht, wenn du es reinschreibst. Wer weiß, manchmal, es gibt ja auch solche Menschen, für die ist es dann gerade noch reizvoller, was Verbotenes zu tun, weil du ja schließlich geschrieben hast, du möchtest das nicht. Aber es gibt natürlich auch die absolute Mehrheit der Personaler, die eine Berufsehre haben und die sagen, das gehört sich sowieso nicht. Was glaubt denn diese Frau, dass sie mir das extra sagen muss? Glaubt die, ich renne sonst rum und erzähle einfach, wer sich hier bewirbt? In dem Fall geht's sogar nach hinten los, weil du ihm quasi auf den Schlips getreten bist und damit schadet es dir. Und du siehst, egal in welcher Situation wir uns befinden, das Ergebnis ist immer neutral bis sehr negativ. Es kann dir nie helfen. Und deswegen diesen Satz bitte nie in einer Bewerbung schreiben.